Die Einzel-Ei-Kennzeichnung mit dem Erzeugercode ist in der EU verpflichtend. Doch was bedeutet diese Buchstaben-Zahlen-Kombination auf dem Ei? Die erste Zahl informiert über die Art der Legehennenhaltung. So steht beispielsweise 2 für Bodenhaltung, 1 für Freilandhaltung und 0 für Biohaltung. Die Stempelung mit der Länderkennung gibt Auskunft darüber, woher das Ei stammt. Die Zahlen danach sind der Code des landwirtschaftlichen Betriebs, von dem die Eier kommen. Schauen Sie darauf und überprüfen Sie selbst die Herkunft beim Ei. Weitere Informationen unter amainfo.at und eierdatenbank.at.